Hallo, ihr Querling. Querlinge? Hallo, Mitch Anderson, wer bist du? Was? Mitch? Ach, Mitch, natürlich, Mitch, logisch. Wir machen eine Art Trauerfeier für Scorpion und die anderen. Also, falls du auch vorbeikommen willst, dich verabschieden, eine Salbe feuern für die Gefallenen und so weiter. Ja? Will ich? Ich fahre sein Moped. Das gehört sich so. Ach, die nächste Trauerfeier, ich fasse es nicht. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Typ da? Mitch Anderson, kann ich hier irgendwie... wie, was, wo? Muss ich da in deren Lager fahren? Ich habe jetzt echt keine Zeit. Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will jetzt mal alleine hier entscheiden, was ich mache. Und zwar möchte ich mal wieder die nächste Nebenqueste machen. Und die führt mich unzweifelhafterweise genau nach Kabuki. Und zwar dieses Ding. Das will ich jetzt machen. Wahrscheinlich Regina Jones. Und dann sehen wir weiter. Ja. Wo ist die Straße hier? Also, Tef-Tef. Wir nehmen auf jeden Fall... Ich bin so ein Gewohnheitstier. Ich möchte ja das da nehmen. Aber nein, ich muss diesen Gewohnheitsdämon austreiben. Wir nehmen das da. Wenn es denn da ist. Apollo Scorpion. Ah, Farminium. 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 Lass davon drauf. Ah, alte Kaldos. Okay. Naja, wenn ich irgendwo parke, wo jemand keine alte Kaldos mag, dann... habe ich ein Moped weniger. So, wir... Halt, falsche Taste, fahren los. Irgendwo durch die Pampa. Was war jetzt über die Müllkippe? Ach nee, vorher ist noch eine Straße. Dann kann ich auch nach rechts fahren, ist doch besser. Dann komme ich doch auch auf die richtige Straße. Irgendwann. Ja, siehst du mal. Ah, oh, nee. Au, au, au. Da ist eine Straße, die könnte wichtig sein. Was ist das für eine Brühe? Wurde Night City erschüttert, denn damals detonierte ein taktischer Nuklearsprengkörper im NC-Hauptquartier von Arasaka. 12.000 wurden dabei sofort in den Tod gerissen und 1.000 weitere verstarben Tage später aufgrund akuter Strahlenkrankheit. Toll gemacht, Johnny. Dieser tragische Vorfall, welcher von manchen Leuten direkt Arasakas sträflich imperialistischen Zügen zugeschrieben wird, hat ewige Spuren in der Geschichte der Stadt hinterlassen. Und jetzt eine wichtige Nachricht für alle Anwohner Watsons. Der Obdachlosenklage im Abwassersystem des Distrikts wird entgegengewirkt. Schon ab morgen beginnt die gezielte Ausräucherung. Aufgrund der Verwendung stark wirksamer Toxine wird den Anwohnern Watsons geraten, Gullis und das Abwassersystem vorerst zu meiden, um möglichen tödlichen Verletzungen vorzubeugen. Und jetzt, finden die Staus endlich ein Ende auf der östlichen I9? Die lang erwarteten Reparaturen der Ring Road East könnten schon nächsten Monat beginnen. Schätzungen zufolge müssen rund 20 Millionen Euro-Dollar in diese Hauptverkehrsader investiert werden. In erster Linie will man sich auf Effizienz sowie Antinomaden-Barrieren konzentrieren. Und das waren sie, die Nomaden-Barrieren. Nach der Pause werfen wir einen Blick auf Neues aus der Welt. Die Nachrichten sind so hart. Ausräuchern und Antinomaden-Barrieren. Das ist so zum Lachen. Immerhin. Die nehmen wenigstens kein Blatt vor den Mund. In unserer Realität wird das ja genauso gemacht, nur man findet schönere Worte dafür. Oh Mann. Ist das hart. Richtig, läuft. Ist gar nicht mehr so weit. Ey, diese Penem Parma, die schickt einen immer echt ans Ende der Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Leute, grüner wird's nicht. Ja, der weiß nicht, wo er hin will. Also die NPC-Autos bleiben beim Abbiegen gerne mal komplett stehen, habe ich den Eindruck. Ja, und ich bin definitiv in diesem Spiel ein Moped-Fan. Das ist so viel besser, hier durchzugleiten, wenn du so ein riesen Ding hast da. Du bleibst nur überall hängen, an jedem Fußgänger, an jedem Kinderwagen. Und hier kann ich geschmeidig durchflutschen. Oh, das war schon... Ich verpasst... Diese Abzweigung verpasse ich immer, ne? Die taucht urplötzlich auf. Und dann soll ich auch... Also das ist ja auch eine Abzweigung, die ist ja auch nicht für meine Fahrtrichtung gedacht eigentlich, ne? Aber gleich haben wir es. Das kann ja nicht mehr weit sein hier mit Kabuki. Bisher geht's eigentlich. Wenig Tote bei meiner Fahrt durch die Stadt. Das Spiel ist echt groß. Wie lange wir hier fahren? Das ist alles noch zu erkunden. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin schon ein armer Gewirr. Eieieiei. Ja, ich weiß, dass du da jetzt hier lang möchtest. Oh. Ja, Gegenverkehr, stimmt. Okay, wo ist es denn? Das kann doch gar nicht mehr so weit sein. Was? Ach, hier unten in diesem... Ah ja, stimmt, das ist dieser Slum hier am Ufer. Da war das ja laut Karte. Alles klar. Achtung, Fußgänger. Mach mich nicht wütend. Mach mich nicht wütend. Oh, das war eine Karen. Vorsicht. So. Und da müssen wir hin. Und wenn ich absteige, erfahre ich, worum es eigentlich geht. Darf ich überhaupt parken? Scheiße, Mann. Ja. Geh halt woanders lang. Hier kann ich gut parken. Guck mal. Okay. Antinomaden-Barrikaden. Hallo? Regina? Muss ich noch näher ran? Ah. Wie? Wir haben Daten von Yotaros Privatserver. Jetzt wissen wir, wer ihm Leute für die Aufnahmen besorgt hat. Sein Name ist Jae-hyun. Menschenhändler und menschlicher Abschaum. Erledige den für mich. Details anbei. Yotaro. Lass mich nachdenken. Yotaro war der Typ, der diese komischen Ekel-Braindance-Mod-BDs, also Mod-BDs gemacht hat, den wir im Auftrag der Mox gekillt haben vor ein paar Episoden. Stimmt's? War das der? Ich hoffe, dass ich das richtig einordne. Auftragskiller. Ziel, Jae-hyun. Slums auf den Dächern, nahe Allen Street. Details. Zahllose Träumer gehen in die Großstädte, um neu anzufangen, und die meisten brechen vorher alle Brücken hinter sich ab. Ausgestoßene, Alleingänger, Ausgemusterte. Jae-hyun hat es sich zum Hobby gemacht, solchen Leuten eine Zielscheibe auf den Rücken zu malen. Und in Night City gibt's weiß Gott genug davon. Er geht immer gleich vor. Zuerst sucht er sich irgendeine arme Sau aus, entführt sie und liefert sie dann an die Scaffs aus, um an Biomons und andere Cyberware zu kommen. Wenn sie danach noch leben, haben die armen Schweine keine Identität mehr und enden als Eigentum von Wichsern wie Yotaro. Es ist leicht, weil keiner diese Leute vermisst. Und selbst wenn doch, wo sollten sie mit der Suche anfangen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden in Night City zu finden, der nicht existiert? Sagen wir doch, wie es ist. Jae-hyun ist nur ein Kopf der Hydra. Aber lass ihn uns trotzdem erledigen. Vielleicht dauert es ein wenig, ehe ein anderer nachrückt. Oh, ja. Follow this mission. Und wir müssen auf die Dächer. Ja, auf die Dächer. Oh. Was können wir denn hier einstecken? Hier ist eine Leiter, die führt uns vielleicht sogar dahin, wo ich hin will. Was ist denn das hier? Ach, hier kann man sich was angucken.
Ah ja, so spannend finde ich das aber nicht. Man sieht auch relativ wenig durch dieses blaue Licht. Ja. Wir wechseln mal lieber das Thema. Und gucken mal hier hoch. Die letzte Leiter war ja kein so großer Erfolg. Die hier ist vielleicht besser. Begib dich in die Schlumps. Ach, jetzt muss ich den Typen suchen. Ah, verstehe. Hast du den gesehen? Ah, ihr da? Ich kenne mich aus. Was gibt's? Ich suche jemanden. Du hast Flöhe, oder? Du? Ja, ich glaube, der juckt sie ja die ganze Zeit überall. Ach, geh weg. Ich will nicht schon wieder den Satz Kleidler verbrennen müssen. Suchgebiet ist hier zu Ende. Da sind Leute auf der Karte. Was sind das für welche? Seit ich diesen Cortisol-Blocker installiert habe, fühle ich mich, als ob meine Gedärme... Oh, da sind zwei, die wahrscheinlich... Gehen doch umtauschen! Oder geben solche Untergrundriefer keine Garantie! Skavengox! Und was soll ich überhaupt sagen, dass ich beim Gedanken an meine Ex nie... Will ich wissen, was du beim Gedanken an deiner Ex machst oder nicht machst? Ich glaube nicht. Ich hänge fest. Habt ihr was dagegen, dass ich hier bin? Ah ja, es ist ein feindlicher Bereich plötzlich. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, muss auch noch einer. Ei. Ach, sind das viele jetzt auf einmal. Ich will jetzt nicht die ganzen Slums zusammenschießen. Das ist doch gar nicht mein Stil. Was zum Teufel? Die sind jetzt feindlich. Gerade eben waren sie es noch nicht. Jetzt gucken sie mich an und würden das Feuer öffnen, sobald sie soweit sind. Antenne. Warum müsst ihr zu zweit sein? Hm? Nur Schere rein. Mach die Augen zu da oben, Lady. Wenn ich dich da Optik neu schaffe, dann den einen Typen von hinten. Oh ja, sie geht gerade weg. Geh du mal dahin. Was war das? Das war noch nicht dein Tod, aber der Tod eines Kameraden, war das? So. Jetzt ganz schnell diesen Typen aufheben. Weil der vielleicht von der Lady oben auf dem Dach gesehen werden könnte. Üblich mache ich so lange hier Versteckerei, bis ich auffliege und dann wird geballert. So. Tonne voll. Es gibt Mülltonnen in den Slums. Wer hätte das gedacht? Oh, dieses Radio. Da oben ist jemand. Da hinten ist auch jemand. Nochmal pingen. Weil da ist noch einer, den ich nicht anvisieren kann. Die kenne ich. Da ist auch einer. Der telefoniert.
dieser Fernseher. Ist das alles laut hier? Idee? Bist du da? Du wirst doch jetzt nicht weggehen wollen. Da ist einer drin. Scheiße. Oh. Ich reiß dich in Stücke! Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Woher weißt denn du, wo ich bin? Okay. Du nervst. Oh. Du auch. Das konnte ja nicht gut gehen, hä? Hey, bleib doch liegen, du Penner! Das ist echt unlogisch im Spiel. Ein Gegner sieht eine Leiche und weiß sofort, wo ich bin. Ich könnte am anderen Ende der Welt sein. Aber er weiß es. Ja, wenn ich euch mal gescannt hätte, hä? Wäre es jetzt einfacher. Bin ich noch im Kampf? Oh, hier. Oh, Beute. Habe ich den Typen schon erwischt? Nee. Oder vielleicht doch. Ich soll verschwinden. Hatte ich ihn schon dabei? Warst du das hier oben? Nee, du kannst es nicht sein. Du bist kein Asiate. Du bist ein Scavenger-Scharfschütze, du Sackgesicht. So. Wir brauchen Kleingeld für frische Munition. 1C, 1C, 9, das ist leicht. Nee, ist es nicht. So. 1C, 1C, E9. Das ist auch nicht so leicht. So. Ein Tausender, schön. Aber wo ist meine Zielperson? Oh, was bist du für ein Ding? Eine Militech-Drohne. Was machten die hier? Jetzt nichts mehr. Au. So, was finden wir hier? Auf jeden Fall was Schönes, Orangenes. Schema für die Ashura, das ist eine Waffe, ist gut. Euro, Dollar, ist auch gut. Und hier ein neues, neuer Text. Die Ballade zweier Schwestern von Konstanty Ildefons Galczynski. Einst lebten zwei Schwestern, Nacht und Tod. Tod groß und Nacht klein. Nacht trug die Schönheit der Träume, doch Tod, Tod war die Schönheit allein. Hey Nonni, hey Nonni, Tod war die Schönheit allein. Das ist ein ganz obskurer Text. Wollte ich noch diese Texte herholen teilweise? Ich will wissen, wo dieser Typ ist. Bist du das? Er ist auch ein Scavenger. Bist du das? Ah, du bist Jay Hyun Lee. Das ist doch genau der. Boah, ich habe mich aber so richtig zerlegt. Wow. Okay, also wir haben ihn gemacht und ich werde hier nochmal ein bisschen die Umgebung erkunden. Noch ein bisschen plündern, das schneide ich aber gerade raus. Okay, Loot-Tour beendet. Ich habe noch einen Laptop gefunden. Mit vielleicht ein paar interessanten Informationen.
So, verfügbare Dateien. Angebot für nächste Woche. Erstens, Cindy Lathan. Schwarz, 17. Alte Kaldos-Ausweiserin. Eine Woche in Night City. Zweitens, John Kaczmarek. Weiß, 19. Weise aus Nevada. 3 Tage in Night City. Drittens, Shabby Bach. Weiß, 24. Aus Kabuki. Weise, beide Eltern tot. Lebt auf der Straße. Okay, das ist seine Angebotsliste. Toll. Und, was ist hier? Internationale Küche von diesem Jay Hyun an Yotaro Shobo. Guten Morgen, werter Herr. Heute biete ich Ihnen ein neues Gericht, das Ihrem kultivierten Gaumen zusagen dürfte. Zutaten. Ein schwarzes Lamm, 2 männliche rosa Ferkelchen und für die feine asiatische Note eine junge Henne und einen Hahn. Das haben wir schon mal gelesen, und zwar bei Yotaro. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Und wir haben ein Problem von Katharina Mihalic an Jay Hyun. Wir haben ein Riesenproblem. Der asiatische Junge, der für Yotaro gedacht war, hatte einen starken Anfall. Einfach so. Er ist am Leben, aber extrem geschwächt. Ich bezweifle, dass Yotaro großes Interesse an ihm haben wird. Ich könnte ihn gegen den Jungen tauschen, der für Downtown angedacht war, aber das könnte Schwierigkeiten nach sich ziehen. Deine Entscheidung. Und Jay Hyun. Okay, zieh den Austausch durch. Ich versuche, den Downtown-Konzerner zu beschwichtigen, so gut ich kann. Lieber so, als Yotaro zu enttäuschen. Ah, okay, irgendein Downtown-Konzerner ist auch Kunde von Jay Hyun. Den werden wir bestimmt auch noch irgendwie auf die Schliche kommen, wenn wir da mal irgendwo questen. Aber ob ich das dann noch weiß? Nun gut, hier haben wir einen Menschenhändler aus dem Spiel genommen. Sehr gut. Und damit ist die Quest ja erledigt. Ich muss mich jetzt hier verpissen. Das mache ich mal am besten auf die sportliche Art. Chechon ist tot? Da wird mir so richtig warm ums Herz. Sehr gut. Auftrag ist damit erledigt. Wild Watson. Ah, das ist die Queste, dass ich alle Aufträge in Watson erledigt habe. Das heißt, es wird kein neuer aufploppen. Gut zu wissen. Ja, ich wollte eigentlich den da machen, aber ihr habt ja gesehen, wie gut das funktioniert hat. Oh Mann, jetzt hast du Nasenbluten, mein Kleiner. Komm, ich geb dir mal was. Wir haben doch bestimmt was, das dich aufpäppelt. Ein Burrito? Kaktussaft? Eine Cola? Und hier Zeug. Und noch ein Riegel. Reicht das? Es ist rein rollenspielerisch. Ja, also bitte keine Kommentare von wegen, da reicht nur ein Item, um zu heilen. Das weiß ich auch. Darum geht's aber nicht. So. Also, wir haben... Oh, was ist denn hier? Ach, das war der Computer, den ich noch angemarkert hatte, glaube ich. Ja, genau. Nee, dann sind wir hier fertig mit Watson. Keine Watson-Nebenqueste mehr. Huhuhuhui. Und was machen wir jetzt in der angefangenen Episode? Wir könnten uns irgendwo prügeln gehen oder wir könnten die Open World ein bisschen erkunden. Es ist ja noch fast nichts gemacht. Wir haben gerade mal diese beiden winzigen Flächen uns hier angeschaut. Wir sind jetzt in Kabuki. Wir haben was in der Nähe und zwar... Ich wollte ja hier weitermachen. Das da. Das machen wir noch. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas erkunden kann, weltmäßig. Achso, will ich da jetzt laufen? Nee, will ich nicht. Scorpion, wo ist dein Teftef? Wo das parkt. Sehr gut, du bremst genau wie ich. Halt! So, hast du gerade gehupt, hä? Kann auch hupen. Ach, was denn schon wieder? Moment, was ist das für einer? Saul Bright. Ach, hier Saul, der Saul, genau. Endlose Straßen, Staub, Sand, Berge. Das ist nicht viel, aber es ist der schönste Anblick der Welt für mich. Danke. Wenn du irgendwas brauchst, weißt du, wo du uns findest. Oh, ich bin dabei jetzt gerade wohl gelitten, wenn sogar Saul sich bemüßigt fühlt, mir eine Textnachricht zu schicken.
Vorsicht, oh, da unten, das ist eine Kloake. So, Achtung, heftigster U-Turn incoming. Ja, komm, fahr. Wir haben echt die Nebenquesten von Watson abgeschlossen. Es gibt da so eine Errungenschaft. Ich bin mir sicher, dass es keine weitere Quest in Watson gibt. Mit Regina Jones sind wir jetzt allmählich durch. Also sind wir durch eigentlich, wenn die nicht nochmal irgendwo in einer anderen Quest auftaucht. Aber als Nebenquestgeberin sollte es das mit ihr gewesen sein. Und das nach 60 Episoden ungefähr. Oh ja, wer parkt ein Auto? Das könnte meins sein. Das habe ich völlig vergessen. Ja, das parkt da gut. Auf der Highway-Auffahrt in der Kurve. Passt. Da hat man Platz. Da rechnet auch jeder andere Verkehrsteilnehmer damit, dass da parkende Autos stehen. Gekonnt. Ohne Bremsen. Ja, du kannst mich mal. Wo muss ich hin? Ich muss nach unten. Das andere oben also. Hier kann man gut parken. Vor der Aufhutswerbung. Lass mich doch mal durch hier. Ich muss... Ich mach ihm noch ein paar Lippen. Immer ist irgendwas. So kurz davor, dich zu meiner Bitch zu machen. Bitte? Was für ein artiger, kluger Junge. Ich bin da mitten reingehüpft. Aber es ist doch gar nicht... Das ist überhaupt nicht der Überfall. Es ist was ganz anderes hier. So kurz davor, dich zu meiner Bitch zu machen. es ist heute nicht dein Tag, irgendwie, glaube ich. Das ist gar nicht der Überfall. Oder etwa doch? Was bist du für einer? Großmaul, hä? Huh? Ein Animal! Auch das noch! Ruhige Hand. Dann klappt's auch. Interessiert keinen, dass der jetzt tot ist. Also ist gar nicht tot, glaube ich. Das dürfte jetzt jemanden interessieren. Jo, fick diese Scheiße! Durchs Auto. Ich mag die Wumme. Gibt für sie keine Barrikaden. Das ist aber gar nicht der Überfall, den ich hier eigentlich aufmischen will. Das sind einfach nur Leute, die irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden sind heute. Na, guck mal hier, durchgeschossen. Schön, schön, schön. Oder ist das doch der Überfall? Ah, es ist doch der Überfall. Na schön. Und ich glaube, mehr sind hier gar nicht, weil die hätten jetzt alle... davon gehört, was hier oben passiert ist, gell? Ich glaube, ihr seid am Leben. Lesen. Archiviert das Gespräch. Gavin Kaczynski und Adam Giles oder so ähnlich. Gavin sagt, diese Dealer-Fotze hat Nein gesagt. Ist das ihr Scheißernst? Die sagt Nein zu einem zahlenden Kunden. Jetzt tut die Fotze ganz fein, als wäre sie zu gut für mich. Ihr müsst ihr eine Lektion erteilen. Mach die Bitch kalt. Und alles in großen Lettern. Und Adam. Sie ist Dienerin bei den Tigers und eigentlich in Ordnung. Lass sie in Ruhe. Und Gavin. Nach wie vor in großen Lettern. Und ich bin Gavin Kaczynski, verdammt nochmal. Bedeutet das gar nichts mehr? Ich hab gesagt, ihr sollt sie umlegen. Und Adam. Deinem Vater wird das nicht gefallen. Und Gavin. Es ist dein Job, Befehle zu befolgen. Muss ich ihm erzählen, mit wem du dich noch abgibst? Bei wem du dir was extra verdienst? Und Adam. Okay, ich mache es. Aber das wird garantiert Folgen für uns haben. Ich meine es ernst. Und Gavin. Ist mir echt scheißegal.
Und das war Adam. Und das ist die Dealerin. Ryoko Kumi. Bist du jetzt tot eigentlich? Also, eigentlich? Oh mein Gott. Ihr seht sehr tot aus, aber ich hab doch... Hab ich etwa nicht? Das ist meine neue Scharfschützhöse. Oh, die hat tatsächlich nicht den Pax-Bot drin. Das ist völlig richtig. Naja, also Pax-Mod. Dann sind sie tot. Gut zu wissen, dass ich damit nicht auf einen Cyberpsychonten schieße. Sack aus, Polina mit Mischung. Das hier ist... Ach, diese Last. Oh, sie hat mir was geschrieben. Ein Foto. Sie schickt mir ein Foto von den alten Kaldos, wo sie wieder mittendrin sitzt. Da ist mir sogar die Gesellschaft dieses bockigen Mistkerls lieber. Du weißt, wen ich meine. Außerdem habe ich den Eindruck, dass er sich langsam ein wenig entspannt. Dass ihm klar wird, dass seine Meinung nicht die einzige ist, die zählt. Das wird uns allen gut tun. Du hattest recht, Vi. Es tut mir gut, wieder bei meiner Familie zu sein. In der City war ich der einsamste Mensch der Welt. Ja. Willst du mich neidisch machen? Das stimmt schon. Über, ich glaube, im Moment, mein Vi würde eher das da sagen. Familientreffen war noch nie meins, aber ich freue mich, dass ihr glücklich seid. Also, ist Panem ganz offiziell wieder eine Bride? Hm? Und Antwort: Irgendwie fühlt sich das alles noch nicht echt an. Ich gebe mir erstmal eine Probezeit. Ich kann nicht erwarten, dass sich alles von jetzt auf gleich verändert. Aber ich habe das Gefühl, dass es besser wird. Bist du dir sicher? Kannst ja mal drüber nachdenken. Auch ein einsamer Wolf braucht manchmal ein Rudel. Auf jeden Fall bist du immer bei den alten Kaldos willkommen. Naja, ich gehe dann mal, bevor sie sich alle zusaufen und irgendein Wettrennen veranstalten. Mach's gut, Vi. Aha. Gut, Panem ist wieder bei ihrem Clan. Und ich habe einen Überfall gelöst. Und Kaneto Tanaka konferiert mit Ryoko Kumi und sagt: Hey, kannst du diesen einen Typen beliefern? Gavin? Der hat echt eine ganze Menge bestellt. Und Ryoko: Ich habe es dir schon mal gesagt. Und weiter: Kannst du knicken? Schick einen der Jungs. Und Kaneto: Gavin meint, dass er nur von dir kauft. Warum machst du dir wegen dem Depp so einen Stress? Der will dir nur ein paar Komplimente machen. Dicker Smiley. Und Ryoko heißt sie: Du weißt schon, dass ich ihm die Nase gebrochen habe, oder? Und Kaneto: Dann will er wohl mehr davon. Ryoko, die Bestellung ist echt groß. Außerdem hat der Junge Beziehungen. Ach komm bitte, es wird sich für dich lohnen. Und Ryoko: Fuck, na gut. Aber wenn der mich nochmal angrebt, breche ich ihm auch den Arm. Und Kaneto: Schön, dass du doch noch einverstanden bist. Danke. Ja, das hat sich für sie nicht gelohnt. Das ist nämlich Ryoko Kumi von den Tiger Claws, ja. Ach ja, diese Gangs. Okay, wo liegt noch irgendjemand zum Plündern? Hier. Gefälschte Dokumente. So. Oh, du noch. Ich hab dich in den Müll geschossen. Oh. Das ist aus. Wer labert denn hier? Geh aus. So, hier noch irgendwas Schönes? Nö. Ich glaube, die waren nur hier, um das Drogengeschäft abzuwickeln. Und das... Naja, also die eine wollte ein Drogengeschäft abwickeln. Die anderen wollten genau das eigentlich nicht mehr machen. Okay, gut. Die Episode ist noch nicht komplett super lang, aber... Viel mehr will ich jetzt hier gar nicht machen. Ich werde aber noch ein bisschen die Open World erkunden. Und zwar fahre ich jetzt die Fläche, die haben wir auch. Da, diese Fläche hier, die ist neu, diese Mini-Fläche. Da fahre ich jetzt hin, da gucke ich mir die an, Off-Cam, und dann machen wir noch im Video gemeinsam, was da zu holen ist. Und bis hin fahren wir noch, oder? Das kann ich euch auch ersparen. Ich fahre da halt hin, gucke sie mir an und dann seht ihr im Video gleich, was wir da noch einsammeln können.
Und da bin ich im abzusuchenden Häuserblock und ich kann euch sagen, es ist auf der Herfahrt hierher überhaupt gar nichts Erwähnenswertes passiert. So, und der Block hier ist derjenige mit dem Motel, wo wir vor einiger Zeit einen Typen befreit und an den Tigers vorbeigeschmuggelt haben. Der ist dann von irgendwelchen Nomaden abgeholt worden. Die Ratte und die Tiger hieß, glaube ich, dieser Quester. Und ich habe so ein paar Kleinigkeiten noch aufgelesen. War nicht mehr viel, weil wir hatten ja hier schon gequestet und ordentlich geplündert. Aber eine Sache ist noch, die sollten wir uns auch mal anschauen. Hier kann ich was gewaltsam öffnen. Und tu es auch. Und? Und finde hier nochmal ein bisschen Rahmen. Das Abendessen ist gesichert. Eine Brille. Das war wohl mal der Serverraum der ganzen Anlage hier. Nicht mehr so wirklich in Betrieb. Ja doch, es leuchtet noch. MacStock Pokerchip. Oh, Kleinkram. Nichts Weltbewegendes. Achso, die Tür von innen kriege ich nicht auf. Ich muss wirklich durchs Fenster steigen. Die hier? Ah, die ist offen. Okay, noch ein anderer Raum. Also, ah, hier. EMP-Granate kann man gebrauchen. Die geht auch mal irgendwo hin auf. Interessant. Die Spinde sind leer. Ja, was Besonderes ist hier wohl nicht mehr versteckt. Ah, okay. Hier kamen wir nicht rein. Genau, da kann man wohl rein von außen, aber da braucht man mehr Gewalt, die ich im Moment nicht habe. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Lokales Netzwerk, wir haben ja so 5 Kameras, das kann sein. Remote übernehmen. Da drüben ist eine. Die kann ich noch alle abschalten. Wobei, die habe ich, glaube ich, schon abgeschaltet. Die nächste ist irgendwo auf einem anderen Flur. Und ja, auf den ganzen Fluren. 3, 4, wo ist die? Ah, an der Zufahrt. Und die 5. ist auch da irgendwo im Eck. Gut. Raus. Benutzen. Dateien. Gemeldete Probleme. Abfluss verstopft. Klimaanlage kaputt. Ständiger Luftzug. Schild nicht bewegen. Schild nicht bewegen? Probleme mit Sensoren. Kameras. Kabellose Aufladegeräte. Irgendwas. Und Mini-Kühlschrank. Mini-Kühlschrank stinkt. Gästeliste. Lucy Brimmen. Martin Tinner. Maggie Zeck. Kate Stately. Anonymer Gast. Olga Tengayak. Jakob Chamos, Alexander Hadid, Paul Darken, Michael Galek. Ja, der anonyme Gast in 1237, das war unser Kontaktmann, beziehungsweise unsere Ware, die wir abliefern mussten. Sehr gut. Das NCPD fordert alle Nutzer von Cyberware nachdrücklich auf. Was ist hier? Da kam ich hier, richtig? Richtig. Ja, haben wir das auch ausgeraubt, ausgenommen. Ausgestohlen. Achso, ich komme ja nicht raus. Stimmt. Und wenn ich da durch will, hier geht auch nicht. Ich muss den ganzen doofen Weg zurücklaufen. Aber gut, dann haben wir da nicht mehr zu tun. Und ich klappe jetzt nochmal die Kameras ab, ob ich noch ein oder zwei davon abschalten kann. Um mir nochmal ein paar Tech-Punkte zu holen. Und dann ist die Episode auch zu Ende. Also hier jetzt schon für euch. Und weiter mit, ja, mit Questen in Westbrook. Endlich. Huhu. Geht's dann gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.